Hallo, herzlich willkommen wieder. Nach einiger Zeit kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Self-Assessment-Testes von RWTH Aachen. Jetzt legen wir sofort los. Erste Aufgabe. Wir haben eine Figur und wir müssen die Fläche berechnen. So, zuerst die Fläche von diesem halben Kreis ist ganz offensichtlich Pi mal b Quadrat durch 2, weil von da nach da b beträgt, ja, als Radius. Zweitens, dieses Stück. Um die Fläche von dem zu bestimmen, müssen wir zuerst die Fläche von dem Rechteck bestimmen und dann minus die Fläche von diesem Stück und dann minus die Fläche von diesem Stück. Die Fläche von diesem Rechteck ist 2b Quadrat, ja, also 2b mal b, ja. Und die Fläche von diesem Stück ist die Fläche von dem Kreissektor minus die Fläche von diesem Dreieck, ja. Die Fläche von diesem Dreieck ist b Quadrat durch 2. Und wie bestimmen wir jetzt den Flächeninhalt von diesem Kreissegment? Wir sehen hier, dass dieser Winkel 45 Grad beträgt. Und diese Diagonale ist, wenn wir das als Radius betrachten, dann ist das Radius Quadrat ist b Quadrat. Gleich b Quadrat plus b Quadrat und r ist Wurzel 2 mal b. Das heißt hier ist 45 durch 360 mal pi mal Wurzel 2 mal b zum Quadrat. Hier insgesamt, das macht ein Achtel mal pi mal 2 b Quadrat. Minus b Quadrat durch 2 oder ein Viertel pi b Quadrat minus b Quadrat durch 2. Und hier 2b Quadrat minus 2 mal dieser Ausdruck. Wir vereinfachen den Ausdruck hier und wir erhalten diesen Ausdruck. So insgesamt, wir müssen diesen zu diesem addieren. Das heißt, insgesamt haben wir pi b Quadrat durch 2 plus 2b Quadrat minus pi b Quadrat durch 2 plus b Quadrat und das macht 3b Quadrat. Also die Lösung ist das hier. Nächste Aufgabe. Wir expandieren das hier zuerst. Das ist kleiner als minus 6x plus 12 minus 3. Das heißt, hier auf der rechten Seite plus 9. Wir sehen, dass diese heben sich auf und wir bekommen am Ende x Quadrat kleiner als 0. Und für alle x ist dieser Ausdruck x Quadrat größer gleich 0. Das heißt, diese Ungleichung ist nicht erfüllbar. Nächste Aufgabe. So, wir wollen diese Scheibe vergrößern von 4 cm Quadrat zu 16 cm Quadrat. Ja, die Fläche. Und die Frage ist, wie viel mal größer wird danach der Umfang. Vorher haben wir Pi R1
Quadrat und das beträgt 4. Danach haben wir Pi r2 Quadrat 16. Wenn wir Quotienten bilden jetzt, dann haben wir 1 durch 4. Und das ist gleich r1 durch r2 Quadrat. Das heißt, r1 durch r2 ist eine halbe und r2 ist zweimal r1 und entsprechend auch der Umfang. Das heißt, es wird verdoppelt. Ja. Nächste Aufgabe. Die erste Stanze verarbeitet 40 Tonnen Blech pro Stunde und die zweite Stanze 70 Tonnen pro Stunde. Die erste Stanze startet schon in einem Zeitpunkt und die zweite Stanze startet eine halbe Stunde danach. Und an dem Zeitpunkt, wenn beide gleiche Material verbraucht haben, wie viele Tonnen Blech wurden dann verarbeitet? Wir machen eine erste Funktion in Abhängigkeit von Stunde, also S steht für Stunde, das ist 40 mal S. Und die zweite Funktion ist 70 mal S. Wenn wir diese zwei Funktionen in ein Koordinatensystem eintragen, dann sehen wir ungefähr so für F1 und das ist so für F2. Aber F2 startet nach einer halben Stunde. Das heißt, wenn wir jetzt diese F-Achse nach vorne verschieben, das heißt nicht mehr hier, sondern hier, aus unserem neuen Ursprung, dann lautet hier auch entsprechend 40s plus 40 mal eine halbe. Ja, das heißt hier 40s plus 20. Und diese zweite Funktion verschieben wir auch nach unten, weil diese zweite Stanze ja gerade arbeiten in diesem Zeitpunkt. Und die Frage ist, dieser Schnittpunkt, wie viel Materialien verarbeiten die beiden? Das heißt F an der Schnittpunkt. Also wir setzen die beiden Funktionen gleich. Das heißt, 30s ist gleich 20 und s ist gleich 2 Drittel. Das heißt, nach 2 Drittel Stunde von diesem Ursprung haben die beiden Stanzen gleiche Material verbraucht. Und wir setzen nun diese 2 Drittel in zum Beispiel zweite Funktion, dann bekommen wir 70 mal 2 Drittel, also 140 durch 3. Also die Lösung ist das hier. Ich hoffe, dass dieses Video euch geholfen hat und lernt gut. Viel Erfolg. Tschüss.